Leute, weiter geht's heute mit dem letzten Teil unserer kleinen Serie. Herzlich willkommen zurück zu Pro Series Prototype mit 4 Rennen. Anfang wird Crescent Rally, dann gibt's auch Gotama, Sydney und Sepang. Sehe ich das, wenn ich das richtig sehe? Dann Nummer 4 und dann den Showdown und dann sind wir mit der Season 1 durch. Also 3 Rennen noch, sprich heute noch das Ding hier. Dann brauchen wir noch 2 Rennen. Dann perfekt, dann können wir direkt mit der nächsten, in der nächsten Woche direkt mit dem neuen, mit der neuen Season beginnen. Boah, geil. Gut. Okay, los geht's. Ich hab nicht viel Zeit. Wir nehmen den Cadillac. Los geht's. Ich muss gleich noch weg, so in einer guten Dreiviertelstunde. Das heißt, wir knallen das Ding jetzt durch und dann kann ich auch kopieren. Dann kann ich das einfach zerschneiden, wenn ich wieder komme. Ist das im Video geschnitten. Kann ich hochladen. Perfekt, alles so. Ich das gerne hätte. So, unser Teamkollege startet vom P5 aus rennen und wir stehen irgendwo dahinter. Hier sind wir nun mit Los der geht's. Ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant. Ich glaube, ganz weit hinten. Eröffnungsrennen zeigen. Okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht. Ja, 14. Zwei Autos haben wir noch hinter uns. Dann habe ich das auf dem eben richtig gesehen. So, let's go. Ja, Crescent Rally ist das erste Rennen hier. Hey, ich habe immerhin ein Auto damit überholt. Ich dachte mir, okay, jetzt fährst du schön den Dings ganz, ganz innen. Aber da haben sich die Leute mal durchgedrückt. Rucksack. Momentan kommen wir aber immer wieder nach vorne. Das ist jetzt gerade ein bisschen. Jetzt habe ich so ein paar Autos überholt. Na klar. Also scheinbar jetzt gerade sagt das Spiel, du fährst nicht da vorne. Und dann kriegen wir auf 16 fest, also es ist jetzt gerade alles anders gut. Und wenn du da mal eine Möglichkeit hast, vorbeizugehen oder reinzugehen, dann sagt das Spiel, ich drehe mich noch schnell weg. Aber wir haben 3 Runden Zeit. Lieber auf Abstand. Lass mich egal. Nicht aus dem Rennen werfen. Ich hatte mich jetzt ein bisschen da vorne. Glück gehabt, dadurch, dass der eine oder noch mit dabei war, und wir sind doch irgendwann, ne, kann ich mich zumindest immer auf 3 vorbereiten. So, erste Runde durch. Ja, 2 Autos haben wir noch vor uns. Zweite Runde und du hast 2 Autos vor dir. Ja, danke schön, das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Jetzt ich mir die junge Dame hier nach vorne, dann haben wir das Thema auch gegessen, ja, die will gerade nicht, klar, aber dann geht's, aber dann geht's über die Außenbahn vorbei, innen war nicht frei, dann war die Außenlinie und damit sind wir mittig der zweiten Runde in Führung gegangen. Diese 4 Rennen, die uns heute wieder anstehen. Ich bin ein bisschen sauber durch die Kurve. So. Jetzt geht's in Richtung Stadtziellinie. Weil sie noch diese Rechts-Links-Kombi und dann haben wir das. Dann haben wir noch ein Rennen danach. Eine Runde danach.
diesem Rennen. Bleib in Führung. Letzte Runde. Und dann sind wir auf Platz 1 und 6. Ja, wie gesagt, wir sind da durch soweit. Da können wir doch mit trotz der ganzen Startschwierigkeiten den Auftakt hier hoffentlich für uns entscheiden. Aber es ist ein Rennen gewesen, wo es nicht ging. Ich habe auch schon Rennen gehabt, wo ich mal kurz vor der Ziellinie das Ding weggeworfen habe, weil ich da voll auf die Handbremse geladen bin. Hier auf der X-Taste ist, der Driver Controller, die PS4-Version. So. Und dann ist es natürlich der Auftakt geht an uns. So, gut. Weiter geht's gleich mit Rennen 2. Obwohl, wie gesagt, der Auftakt nicht so gut begann. Wir haben echt unsere Startschwierigkeiten gehabt, muss ich sagen. Aber wir haben es dann am Ende doch noch irgendwie gerockt. Wie auch immer. So, gleich wird es weiter schon mit dem zweiten Rennen. Wir sind jetzt kurz vor Level 92. Also ich denke, mit 99 ist das Maximum-Level. Das kriegen wir wahrscheinlich erst hin in der Season 2. Das ist auch gut so. Oder bis was ist okay. So, und das nächste Rennen, was es jetzt ansteht, ist Okutama. Das wird so ein langes Ding werden. Sehe ich gerade mal 6,3 Kilometer. 3 Runden auf dieser Strecke. Das ist doch die tolle Strecke, die mir so liegt. Kristen, verrate uns doch ein wenig über Okutama. Was erwartet ja unsere Fahrer hier? Also, wenn es einen Ort gibt, an dem man eine gute Show abziehen kann, dann ist das hier, Alex. Diese Kurven sind für leichte Seitwärtsbewegungen ausgelegt. Also könnte heute auch jemand einen Monster Drift hinlegen. Danke, Chris. Warte, mir ja, wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden ja, auf geht's, liebe Leute. Wir starten von Platz 10 in den zweiten Lauf dieser Serie. Level 16. momentan. Also ja. Wow, da war von mir hinter mir. Doch, wir müssen nervös. Wenn du die grüne Kurve einmal auf einmal hinten an der Backe kleben hast. Am Arsch kleben hast. Ja, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Dieses Rennen war eigentlich auch eine ganze Weile lang so ein bisschen verflucht, so, sagen wir mal so. Ich bin hier mal selten über den letzten Platz hier rausgekommen, zumindest mal Auftakt, und dann gab es auch mal einen Sieg. Ja, das ist okay. Ich hoffe, dass ich das von der Straße kriege, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen mitdrücken. Ja, das war mir fast klar. Genau das mein. Och, Alter, die geht mir um den Sack. Ich will. Meine Güte! Also, da wollten sie mich jetzt wirklich die ganze Zeit matzen. Also, ich wollte mich mehrmals umdrehen und jedes Mal kamen sie mir so einen Zeck, dass ich mich wieder in die falsche Richtung drehe. Ja, und damit hängen wir wieder ganz am Ende des Feldes. Das sage ich gerade dazu. Und das ist Okutama, liebe Leute. Ich sag ja, diese Strecke ist so oft für mich verflucht mittlerweile. Geh mir nicht auf.
du hast dieses Auto einmal zu oft geraten. Ja, da soll er mir nicht auf den Sack gehen, sondern Gas geben, ey. Oder beziehungsweise mich vorbeilassen. Der lässt mich aber auch gerade nicht, ne? Mit 16 am Platz 16 gehen wir rein ins... Gehen wir in die zweite Runde von... Okay, das hier ist deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Ja, da wollten sie mich aber nicht vorbeilassen, liebe Leute. Ja, wir kommen jetzt wieder so ein bisschen ans Feld ran. Da fliegt auch noch das nächste Teil von ihm. Von mir ist nämlich auch schon was weggeflogen. So, gehen wir mal da vorbei an dem. Und da ist unser Teamkollege, der auch mittlerweile echt übelst am Kämpfen ist. Also wir hängen momentan auf 14 und 15. Das ist alles andere als gut. Und alles andere als zufriedenstellend für mich persönlich. So, da flog das nächste Teil. Ja, lass mich in Ruhe. Ich komme aber auch nicht wirklich... in Position. Die Strecke ist schwierig zu überholen. Ja, wieder 16. Da. So ist der nächste vorbeigerutscht. Man nervt mich. Ich komme aber auch nicht wirklich in meine Position, weil sie dann hier zu dritt gegeneinander verkämpfen und ich mich nicht da vorbeidrücken kann. Ja, wir gehen auf 13. Als 13. in die letzte Runde. Lass uns mindestens einen Platz besser werden. Ja, mindestens. Ich würde mich hier gerne wieder nach vorne. Also das wird hart. Also Serie wird definitiv reißen hier, das ist schon mal jetzt klar. Aber die Frage ist, wie weit geht es für uns nochmal irgendwie nach vorne, ne? Und deswegen kann ich diese Strecke einfach tatsächlich nicht so leiden. Das ist doch nicht wahr! Ey, du wirst schon wieder, du bist vorne, du bist auf einmal kommst du bis nach vorne. Und dann bleibst du da an so einer Wand hängen. Und dann hängst du wieder auf 15, 16 rum. Ich sag, diese Strecke ist für mich verflucht. Cool. Ja, lass mich doch. Ach, fahr doch weg. Ja, danke schön. Tschüss. Das war's. Also maximal Platz 11 kriegen wir. Wenn wir. Wenn nicht sogar noch weiter dahin. Also der Gute ist, dass der ein bisschen was auffällt. Das heißt, wir kriegen definitiv noch eine Strafe, da bin ich mir ziemlich sicher. Also sie hat gerade echt mit uns... Also das Thema ist gegessen. Das ist auch dafür, dass wir echt... Wir haben keine Möglichkeiten zu überholen. Vielleicht kriegen wir die junge Dame hier noch mal mit kassiert. Die aber hier eiskalt die Bahn zuwirft. Vielleicht die nächste Kurve, diese Linkskurve jetzt hier. Oh, leck mich doch mal. So, das war Platz 11. Mehr war in diesem Rennen schlichtweg. Und sich drin durch die Strafe wahrscheinlich sogar noch 12. Jawohl, da war die Strafe. Und am Ende hat dieses Überholmann über 0,0 gebracht. Ich sage, diese Strecke ist verflucht. Ich hasse sie mittlerweile echt. Wir kriegen noch den 2-Sekunden-Strafe und fahren sogar noch dort zurück. Scheiße, Mann. Klar, wenn wir sogar schneller sind, als 5 Sekunden, mehr als 5 Sekunden als der schnellste da vorne, aber überhaupt nicht durchs Feld durchkommt und immer wieder diese. Immer wieder weg, irgendwo hängen bleiben. Wir sind zweimal böse irgendwo hängen geblieben. Da warst du zwischendurch mal auf 10, dann willst du zurück auf die Strecke vernünftig und wirst immer wieder weggedrückt. Dass du doch noch stehen bleiben musst und so und warten musst, bis das Feld komplett vorbei ist. Naja, gut, egal. Abhaken.
Wir haben noch zwei Rennen. Boah, ist das ekelhafte Scheiße. Scheiß Strecke, ey. Ekelhafte Strecke. So, okay, abhaken. Sydney ist die nächste Station und da geht's hoffentlich wieder um den Sieg und nicht mehr um irgendwelche Plätze da hinten. Es ist Zeit für ein Rennen in Sydney. Kristen, wie sind die Bedingungen hier? Also, worauf man am meisten aufpassen muss, ist das Wasser auf der Strecke. Ich würde es lieber umfahren, aber wenn das nicht geht... Oh, dann auf Platz 5 ist die Startposition für uns. Oder Teamkollege auf 15, naja. Platz 5 klingt schon mal ein bisschen angenehmer als das irgendwo, was wir da hinten in den Säulen an. So, dann möchte ich Okutama jetzt gerne komplett abarbeiten und hoffen, dass wir hier ein bisschen was reißen können. Und du hörst auf, jetzt bitte mich zu rammen. Ja, du geh mir auf den Sack mit deinem Scheiß Rammen. Bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ja, ich kann doch nichts dafür, weil ich da hinten angeschoben wäre von dem Idioten. Weißt du, der drückt mich zweimal ins Gras und dann kann ich nichts machen mehr. Und schon wieder die junge Dame hier, die mich im letzten Rennen sogar schlagen konnte. Die war auch schon im ersten Rennen vorne. Wir haben so auf einmal stehen wir jetzt vorne. Jetzt wenn ich die Dame, wo ich mich am liebsten sehe, nämlich ganz nach vorne. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. 4 Runden haben wir uns heute Zeit. Naja. So. So, Gott sei Dank können wir uns jetzt ordentlich absetzen und gehen in Runde 2. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. So. Schon gut weg. Ja, wir müssen ja ein bisschen liefern nach dem 5. Platz. Nur im letzten Rennen ist heute wieder ein bisschen gut, wieder Gutmachung angesagt. Und damit hoffen wir mal, dass wir das Ding am Ende trotzdem noch irgendwie gewinnen. Runde 3 jetzt. Das war die Hälfte des Rennens. Vorletzte Runde, dann haben wir noch ein Rennen. Und dann haben wir morgen noch und übermorgen noch und dann sind wir komplett durch mit der Season 1. Dann geht es wieder Saison 2 oder mit dem zweiten Teil jetzt weiter. Und dann haben wir noch eine, dann haben wir noch Saison 3 und dann sind wir durch mit Quid. Und ja, dann ist das Projekt auch mal ad acta gelegt. Ich denke, bis dahin sind wir auch durch mit Need for Speed. Und dann können wir uns um Assetto Corsa kümmern. So. Als Idee. Der Teil schlimmert ja auch so ein bisschen auf meiner Platte. Da ich jetzt so liebe, recht viele liebe, ist das, denke ich mal, das Richtige. Aber dann, das ist das dann angehen, wenn es wirklich irgendwann soweit ist. Ja. Also der Teamkollege hat nichts zu melden. Klar, der wird nicht viele Punkte mitnehmen. Okay, das ist die letzte Runde. Verteidige deine Führung. Ich
glaube, im letzten Rennen, wo wir echt so abgekackt haben, da haben wir sogar, glaube ich, sogar hinter uns auch gelandet. Irgendwas wurde da gerade links eingeblendet. Ich habe es noch nicht richtig sehen können. Na, ich schalte natürlich nur auf Sicherheit, damit ich das Ding hier durchkriege. So, dass ich zwar raus, bloß keine Strafe riskieren, die auch diesmal egal wäre eigentlich. Da flog die Schirmstange, glaube ich, gerade. So, dann geht's jetzt hier rechts. Hier links, diese Haarnadel links. Und das ist der Fahrnadel, diese Doppel-Links hier. Und dann geht's auf der Langgeraden in Richtung Startziel zurück. Und dann haben wir Rennen Nummer 3 wieder für uns entschieden. So, Strafen brauchen wir gar nicht, glaube ich, keine befürchten. Hoffe ich zumindest mal nicht. Irgendwo ist nämlich gerade irgendwas eingeblendet worden. Ich habe noch nicht gesehen, was es war. Nö, ist es nichts, okay. Ich dachte mir, es wäre irgendwas gewesen. Aber ist okay. Jo, dann haben wir das. Rennen Nummer 3 auch gewonnen. Und dann geht es jetzt mit dem 4. und letzten Rennen für heute, für euch und für mich auch weiter. Oh, das ist Level 92 für uns. So. Gut. Und dann haben wir, wie gesagt, das letzte Rennen noch. Und das ist jetzt auch Sepang. Die Kurzstrecke auf 5 Runden. Mit Ring. Und dann sind wir durch, was das betrifft. Liebe Leute. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war ein... Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. So, auf geht's. 5 Runden Rennen nochmal. Wir starten aus der Mitte von Platz 8. Ja, reicht das, um trotzdem in Führung zu gehen? Ja, mit der ersten Kurve gehen wir am Feld hin vorbei. Und führen das Feld hier in Sepang an. Ja, so viele Zuschauer sind nicht da. Einige haben sich natürlich jetzt trotz des Regens irgendwie Richtung Strecke verirrt. Hier gibt es ja kein Corona, Gott sei Dank. Hier wird ja weiterhin trotzdem gefeiert. Aber nicht von mir. So, die Strecke ist ja nicht besonders lang. Wir gehen mit der Führung in Runde. Guter Start. Bleib an der Spitze. Ich fährt da noch ein bisschen was nach vorne. Also aufs Podium wird er nicht fahren. Dafür waren die Ergebnisse in den letzten 3 Rennen zu schlecht. Das wird den Sieg, glaube ich, nicht wirklich groß nach vorne bringen. So. Wunderbar. Noch 3 Runden zu fahren. Ja, noch 3 Runden, also sprich, wir sind in Runde 3 und haben schon 5 Runden vor uns. Dann hoffen wir mal, dass es trotzdem zum Serien und zum Eventsieg
reicht. Oder nicht, dass es also Arena no Kitama die komplette Serie versaut. So, wir gehen jetzt schon in Richtung. Ich verziehe gerade gleich wieder, also die Linkskurve noch. Und dann geht es schon in Runde 4. Jetzt sind es noch 2 Runden. Ja. Noch 2 Runden. Die vorletzte Runde, liebe Leute, dann haben wir das Thema auch, wie ihr seht, schon erledigt. Zu kurze Strecke. So, jetzt geht's hier rechts. Dann gibt es hier gleich die Hana links. Und dann sind wir schon wieder auf Schatz 7 und gehen in die letzte Runde. Ja, die Strecke ist halt nicht lang, ne? Es sind halt auch nur eine Rundzeit momentan. Unser bestes Moment haben wir 55 Sekunden. Vier. Letzte Runde. Da haben wir nochmal eine Bestzeit gesetzt. Haben wir noch mal ein bisschen was gedrückt, minimal, aber ja. Ja, letzte Runde. So, einmal noch diese Haarnadel hier gleich und dann sind wir durch. Sehr packen, liebe Leute. Reicht das nochmal auf eine schnelle Runde? Eins. Warte mal, was haben wir gehabt? 54, 1, nee, 55, 4, so. Reicht das überhaupt, um eine schnelle Runde zu fahren? Nee, war es nicht. Es war keine. Es war keine schnelle Runde. Oh, Doppelsieg sogar. Der Teamkollege hat sogar tatsächlich doch alle mit eingeholt. Der ist nämlich auch um 6 Uhr gestartet. Dachte mir, ja, das schafft das ja irgendwie, sich durchzuarbeiten. Aber von 6 und 8 auf 1 und von 8 auf 6, von 8 und 6 auf 1 und 2, so ist es richtig. Ist doch in Ordnung. Bin ich ziemlich happy und zufrieden mit, aber schauen wir mal, ob es dann für die Serie nochmal ein Podiumsplatz gibt, oder 2 sogar. Ich gehe davon aus, dass es das nicht ist. Dafür waren die Ergebnisse zu schlecht. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ne, wird sich werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, wie steht auf 1? Da bin ich auch ziemlich zufrieden drüber. Das hätte mich anders ausgehen können. Das eine Rennen wäre ordentlich die Serie versaut. Na gut, will ich mal sagen. Wir sind durch. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr, richtig, ja. Mit der Princess Renault R26. Dann. Das erste kriege ich halt nicht erkannt. Dann haben wir Silverstone, Sepang nochmal und Brand Sage. Ja, und dann sind wir durch. Fast. Weil dann kommt noch das Showdown in Silverstone. Und dann haben wir es komplett einmal abgearbeitet. Dann sind wir mit der Serie 1 durch. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall wieder morgen um 14 Uhr dann mit dem nächsten Teil. Bis dahin und ciao.